nein, ist ganz schlimm gewesen. Kannst du das sagen? Ja, ich sehe mit der dreckigsten Miene. Oh Gott, macht dann jemand anders das machen, bitte. Stefan und ich haben Besuch von Konzi. Hi. Hi. Und wir haben gerade angefangen, über die letzte ESC-Dekade zu sprechen. 2010, das Lena-Jahr. Lena, ja. Für mich ist es das Jahr der schlimmen Frisuren, beziehungsweise des Gedanken, dass man da echt drauf aufpassen muss. Milan Stankovic für Serbien, dieser Topschnitt, wisst ihr das noch? Balkan. Das hatte so ein bisschen so gewirkt wie Claudia Roth trifft auf Schleckertönung Honigblond. Hatte auch wahrscheinlich immer so ein Reiseglätteisen dabei. Das war so schlimm, diese Frisur. Wie so eine Kerstin beim Kaffeetreff, die direkt erstmal sagt, also ich habe mir was ganz Flottes gemacht. Und ich hatte auch sowas. Und deswegen ist das für mich einfach der Reminder, niemals wieder. 3+2, Weißrussland. Das war beeindruckend. Was den Song dann kaputt gemacht hat, war die Aussprache von Imagine. Seitdem gibt es, glaube ich, Vocal Coaches beim ESC. Und es war auch das Jahr, in dem zum ersten Mal der Epic Sex Guy die Bühne des ESCs betreten hat. Das Feuerwerk der Gefühle und Feuerwerkskörper in der Düsseldorf Arena. Mit dem Motto, Feel Your Heartbeat gekommen. Und Stefan Raab, der ja diese Wahnsinns-Anfangsperformance abgeliefert hat. Das war ja wirklich der absolute Oberhammer. Ich war in der Halle, zufälligerweise, habe ich mich da reingeschmuggelt. Und das war unglaublich. Ich habe sowas noch nie gesehen, noch nie in meinem Leben, wie viel da abgebrannt wurde. Ich muss sagen, wenn ich da zurückdenke, ist mir der Mund offen geblieben bei den Jetwards. Alle hatten diese Dinger auf, diese Papp. Es gab so Pappfrisuren von Jetward. Ich habe nie eine gekriegt, ich wollte immer eine. Es bleibt haarig, wie Sie sehen. War sehr cleveres Marketing von denen. Allerdings war es das beste Jahr mit dem lausten Sieger von allen. Elle und Niki. What the fuck? Die waren so ein bisschen wie ein Geruch an der Tankstelle. Nein, den mag ich. Ein bisschen geil, ja, aber zum Nein! Die waren ganz schlimm. Ich glaube, die mochten sich auch nicht. Das kam noch dazu. Die fanden sich nicht sympathisch. Sie haben sich angefasst, aber haben sich nicht gemocht. Das wiederum fände ich ja interessant. Völlig vergessen haben wir den Auftritt von Blue. I can. Zu Recht. Nein! War gut. Das war das Ende der Blue-Karriere, oder? Ich glaube, sie war vorher schon vorbei. Sie haben es nochmal probiert, aber ja. Aber es war gut. Das bringt uns ins Jahr 2012. Natürlich die Gewinnerin Loreen. Jeder Radiosender der Welt so cool. Diesen Song können wir für die nächsten 15 Jahre jeden zweiten Tag 5-mal spielen. Wenn es nur jeder zweite Tag gewesen wäre, kann ich am Ende sagen, denn ich habe genau diese 15 Jahre im Radio miterlebt. Deshalb ist der Song für mich sowas von tot, aber trotzdem immer noch ein würdiger Gewinnersong. Gott, wie kannst du das sagen? Auf jeder Party, egal ob ich mich zusammenreißen muss oder nicht, ob es eine Weihnachtsfeier vom NDR ist oder nicht, wenn Loreen läuft, dann robbe ich quasi in der Hocke über die Tanzfläche und muss die Performance nachtanzen. Genau, ich wollte gerade sagen, du kannst auch glücklich sein, dass du ihn nur hören musstest und nicht sehen. Dazu möchte ich nur eins sagen. Why?
Aber es war auch das Jahr der Bujanowski-Babuschki. Habe ich jetzt falsch ausgesprochen, definitiv. Aber was für ein großartiger Auftritt. Bisschen kalkuliert kann man im Nachhinein sagen, aber ja, ich habe es auch geliebt. Komm. Die kleinste der Omas ist 86 Jahre alt und damit die älteste Person, die jemals beim ESC auftrat. Was ich mich gefragt habe, ob sie überhaupt wussten, wo sie hinfahren mit ihrem Pizza-Brotofen oder was das da war? Nee, das war eine Heizdecken-Werbeveranstaltung eigentlich. Die dachten eigentlich, sie fahren ins nächstgrößere Kaff und auf einmal standen sie auf dieser Bühne. Sie haben gewonnen! Dahin geht einfach. Aber wie schön war Roman Lob? Der Song oder der Typ? Beides. Ja. Auch schöne Nahaufnahmen, das würde ich mir öfter mal wünschen. So Gesicht-Nahaufnahmen und dann so diese blau-braunen-grün Rehaugen. Okay, was uns ganz, ganz schnell dringend müssen wir weitergehen ins Jahr 2013. Emily de Forest hat in diesem Jahr gewonnen. Stefan, du erinnerst dich. Gut, dass sie keine Posaune benutzt haben. Das ja. War schön, aber. Ja. Das geht, die Flöte war dafür verantwortlich, dass sie gewonnen hat, oder nicht? Schon, das war auch ein schöner Song. Es ist nicht, sie hat schön getanzt, sie hat schön gesungen, aber dieser Moment zu Beginn, man braucht diesen einen Moment für einen Siegersong, den hatte jeder Siegersong und das war eben das. Stimmt, das war das beste Intro. Also man war sofort drin. Wir wollen auch nicht unterschlagen, im gleichen Jahr ist auch Bonnie Tyler aufgetreten beim ESC. Ist das nicht irre? War ein visionäres Jahr, ne? Es ging auch noch um Wohnungsnot. Farid Mamadov. Das Tiny House auf der ESC-Bühne. 6 Jahre zu früh. Ja, das war, es ist quasi wie eine Zauberkugel. Man konnte schon in die Zukunft gucken. In Bezug 2014 Conchita. Conchita? Ja. Das ist mir zu Mainstream. 2014, das Jahr der Conchita, ja, brauchen wir nicht groß drüber reden. Der Wahnsinnsauftritt, die Wahnsinnsgewinnerin, alles vollkommen zurecht. Ich finde, Conchita hat eins geschafft, und zwar die ESC-Community zu verbinden mit dem viel größeren Mainstream-Publikum. Stimmt. Und das, finde ich, dafür können wir ihr ewig dankbar sein. Und das wird sie auch immer, glaube ich, nach außen. Sie ist wie eine Botschafterin des ESCs. 2014 für mich auch ganz wichtig, Sanna Nielsen, die schwedische Helene Fischer. Wie schafft man es mit, naja, Mitte 30 so auszusehen wie knapp unter 60? Boah. Outfitmäßig und auch sonst. Die Frisur, also ich bitte dich, Carmen Nebel. Auf alle Fälle der Song, immer noch einer meiner absoluten Highlight-Songs. 2015 in Wien, Mons. Ja. Der ESC mit der dreckigsten Bühne. Nein, Mons hat Standards gesetzt 2015. Sorry. war wirklich visuell was ganz Neues und Tolles. Ja. Ne? Und das war, glaube ich, in Wien nicht so einfach. Und trotzdem halt, oh Gott, macht da niemand anders das machen, bitte. Ja. Annie, das war wirklich eine tolle Darstellung. Sorry, das muss ich auch schon mal sagen. Gutes Jahr, auf die Lederhose komme ich immer noch nicht klar. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. Er war schon echt super, auch danach als Gastgeber später in den späteren Jahren. Der ist echt ein Ultratalent, das finde ich sehr beeindruckend, wenn man alles kann. Also 2015 mein Highlight, Golden Boy. Immer noch ein richtig guter Song. Und? Loic, der, finde ich, die beste Performance, eigentlich der beste Song dieser Dekade. I'm gonna get that rhythm back. Und Australien war das erste Mal beim ESC dabei und auch sehr erfolgreich. Doppelplatz 5, Guy Sebastian, völlig zu Recht. We can do it.
Ich kann mich noch an Il Volo erinnern. Das hat super polarisiert, das weiß ich noch. Entweder man liebte sie oder man hasste sie. 2016, das Jahr mit dem besten Gag der ESC-Geschichte. Welcome Europe! Generell kann man sagen, 2016 die beste Moderation aller Zeiten. Aber auch das Jahr der tollen Künstlerinnen, wie zum Beispiel Poli Genova, die einen unglaublichen Weg gemacht hat von 2011 bis dahin. Und wo sogar kleine Leuchtapplikationen am Kleid Sinn gemacht haben. Diese Warnbarken, das Outfit war... Naja, ich liebte diesen Song. Er war so mittelperformt, deswegen ist sie auch nicht weitergekommen, vermutlich. Platz 4. Ja, aber sie hätte, für mich wäre das, also für mich hätte sie gewinnen sollen fast. Der Tanz vor allem, diese Moves. Super. Ich liebte, das ist auch. Und Demi Im hätte auch fast gewonnen. Wir wären fast alle nach Australien gefahren. Leider kann man sich gar nicht mehr an Jamala erinnern. Ich finde, 2016 überstrahlt total die Siegerin, oder? Nicht so schlimm. Nö. Das ist auch wieder ein Moment in der Performance, den man braucht, um gewinnen zu können. Wie dieser Baum, der da wuchs. Der Urschrei. Der Baum, der Urbaum. Aber Dings war auch noch, Justin Timberlake war doch da in der Pausenshow. Stimmt. Das war super krass. Also Justin Timberlake war schon cool. Ja. Auch wenn es immer so ein bisschen so ein Geschmäckle hatte, irgendwie so nach dem Motto, man lässt sich herab. Das fand ich ein bisschen schade. 2017 mit dem Wahnsinnssong City Lights von Blanche. Der Song, so geil, wenn man die Aufnahme hört, fantastisch. Und dann sah man sie auf der Bühne. Die Ausstrahlung eines Joghurtbechers, diese Frau, also ich weiß nicht, was sie auf dieser Bühne verloren hatte, aber es war einfach so schlimm anzugucken. Da war ich dann auch so, krass, was hätte aus diesem Song werden können, wenn man den auch noch richtig performt hätte. Aber sie hatte wohl gar keinen Spaß. Also, ich glaube tatsächlich, sie war einfach noch super jung und sie hatte überhaupt gar keine Erfahrung auf der Bühne. Und deshalb haben sie sie da so hingestellt, sodass sie sich eigentlich gar nicht bewegen musste und einfach nur singen konnte und ihren Mund bewegen musste, dass sie dann noch so schlecht geschminkt war. Das war dann einfach unglücklich. Aber trotzdem war das auch ein toller Song und auch ein tolles Jahr. Ja, es gab viele heiße Eisen in diesem Jahr. Francesco Gabani. War ja auch ein Favorit auf den Siegerplatz und am Ende ist Salvador Sobral an allen vorbeigezogen. Der, eigentlich muss man sagen, Anti-Sieger. Ja, der arme Mensch. Aber gut. Leiden. Ja, richtig leiden. Aber trotzdem, es war ja auch ein faszinierender Auftritt. Das kannst du ja auch nicht wegsprechen. Und deswegen, man versteht ja auch, warum er gewonnen hat. Ja. Schlimmer sind die Jahre, wo du einfach überhaupt denkst, hä? Und damit sind wir wieder bei 2011 mit Elle und Niki. Oh, wir haben einen vergessen. 2017, ganz wichtig, der Epic Sex Guy kehrt zurück. Und auch einer sehr ausgeklügelten Performance wieder. Und das liebe ich bei denen. Alter, alles das, war da mal. Ja, und dann hier mit diesen Brautsträußen und diesem Schuhgetibbel und so. Also es war ganz fantastisch. Ey. Das muss man auch einfach feiern. Es war ansonsten auch ein Jahr, wo viel gut gesungen wurde. Imri, Demi, Saya, Manel Navarro. Das Jahr, in dem Stefan und ich uns fast getrennt hätten wegen Alfred und Amaya. Zum Glück hat Netter gewonnen. Nein. Dieses sackteure Kleid ist mir noch in Erinnerung von der Estin, Elina, die La Forza gesungen hat. Fast hätte Eleni gewonnen. Das war ja auch wirklich ein hartes Rennen am Ende.
Ja, schade. Ich war für Eleni, weil ich die toll fand, weil das so eine richtig gute Künstlerin war und die einfach einen krassen Partysong abgeliefert hat. Und ich glaube, das ist auch der Song, der so in der ESC-Welt immer noch viel mehr abgefeiert wird als Netta. Aber Netta war natürlich ein Statement und war auch toll und hat uns diesen ESC in Tel Aviv beschert, der auch ziemlich cool war. Wie geht's dir? Ich finde, toll war so ein bisschen dieser Blasenkaugummi. Also man hat den mal kurz und das ist auch kurz lustig, aber nach 2-3 Mal draufbeißen verliert er jeden Geschmack. Mhm. Während Eleni einfach immer noch geil ist. Das ist so quasi das Retardprodukt im Mund. Und wie auch immer dieser Vergleich zustande kommt. Aber in jedem Fall, ich schaue das Video auch immer noch gerne, wenn sie das performt, weil die das einfach lebt und die hat einfach so eine Selbstverständlichkeit. Und bei diesem Song gab es sogar 2 von den Momenten, die du meinst, wo man immer hängen bleibt. Einmal ist es dieses von unten nach oben geschmeiße. Und auch der Anfang, ganz vorne, wenn diese Wüstengeige kommt oder was auch immer das ist. Und dann läuft sie einfach so ultra sexy. Aber auch mit einer Körperspannung und Bewegung und Sanftheit wie eine Katze. Es war heiß. Es gibt noch mehr tolle Momente, wo sie so runtergehen zu 5 nebeneinander. Ja. Oh. Wollt ihr es vielleicht mal tanzen, Momente. Jungs? Nein. So, aber ein Riesenkracher 2018. Was war das für ein Jahr für Deutschland? Micha Schulte. Mit einer so tollen Performance. Ich weiß noch, wie man aufgeregt, nervös in diese Halle gegangen ist, um zu gucken, wie wird jetzt diese Bühne bespielt von Micha. Er hatte ja diese Idee mit den Bildern, aber man wusste nicht, wie sieht es am Ende aus. Und dann kam das. I was born from one love of 2 hearts. We were 3 kids and a loving mom. You made this place a home, a shelter from the storm. Guter Song und emotional und ehrlich rübergebracht. Was kann man dazu sagen? Mich hat es auch gerührt, dich auch? Es war ein super Song. Ich hätte nicht gedacht, dass er tatsächlich so weit vorne landen würde. Das war dann für mich dann auch noch überraschend und umso schöner, ne? 2019, dieses Jahr, also die größte Überraschung für mich so war, dass Kano tatsächlich Publikumssieger geworden sind, was man so nicht kommen sehen hat und das fand ich sensationell. 291 points! And now you're of course in first place, Norway. Congratulations, you're in the lead. Die waren so klasse. Und man hat sofort einen Ohrwurm, oder? Und die waren auch noch so nett. Ich glaube, wir haben in jedem Jahr so einen Künstler als Team, den wir richtig toll finden. Und das war Kane. Ich möchte irgendwann so Kano-Festival in Norwegen, wo dann einfach 500 Trommler hinkommen und alle schwingen Fahnen und manche sind als Elfen verkleidet und die ganze Joik-Fangemeinde kommt da hin und singt. So die Stimmung, das wäre richtig krass. Danach kann man dann auch sich umfallen. Eine Telefonzelle reicht als Austragungsort auf alle Fälle für dieses Festival. Ich hätte auch nie geglaubt, dass ich mal so ausgelassen am Euroclub von Herzen joiken würde. Und mit so viel Spaß. Es war wirklich vielen Dank, Kano, dafür. Auch überraschend fand ich ja Nordmazedonien. Dass sie dann doch so weit vorne gelandet ist, aber auch ja wegen der Jury-Votes, die sich da ja auch geballt gesammelt hatten. Und ich habe die ganze Zeit bereut, dass ich nicht auf die Ähnlichkeit zwischen Claire Underwood und ihr angespielt hatte. Aber wenn man mal drauf achtet, da ging Claire Underwood am Ende wirklich zu weit mit diesem Song. Am Ende hat Duncan Lawrence gewonnen, völlig zu Recht. Ich glaube, das war auch das, weshalb er gewonnen hat. Mit der großen Geste nach hinten. Wie ein Adler auf dem Weg zu seinem Horst. Das und der Arsch im Musikvideo. Eins von beiden wird es gewesen sein. Bestimmt das Erste. So,
das war unser Dekadenrückblick. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und hinterlasst bitte mal Kommentare, was sind eure Tops und vielleicht auch Flops der letzten Dekade. Wir sind ganz neugierig. Und was wünscht ihr euch für die 2020er? Also es gab hier ja Verwirrung, was Sanna Nielsen eigentlich genau singt. Stefan dachte, dass es was sehr, sehr Tiefgründiges ist, richtig? Das heißt Undo Myself, glaube ich. Undo, also mich selber zurückdrehen, damit ich, wenn ich irgendwas Dummes gemacht habe, mich wieder... Aber das macht grammatikalisch auch keinen Sinn, oder? Also du kannst dich, ja, kannst dich doch nicht selbst zurückdrehen, sondern nur was du getan hast, da fehlt ja was. Das klingt so suicidal, das auch. Undo Myself. Also ich hatte gegoogelt, da stand Undo My Sad, aber das würde auch keinen Sinn machen, weil das müsste ja Sadness heißen dann, oder? Was singt sie denn dann? Wisst ihr es? Sie singt, drückt den Abo-Button. Ich weiß, dass es drückt den Abo-Button auf Deutsch heißt, wenn man es übersetzt.